Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info Video. Es gibt einen neuen Patch, den muss man nicht mal downloaden, ist seit heute aktiv auf allen drei Plattformen. Was genau wurde gemacht, erzähle ich euch jetzt. Es wurden auf jeden Fall zwei Waffen genervt, das sind mit meine Lieblingswaffen und ich finde es aber trotzdem okay, dass das endlich mal passiert, weil sie echt mega stark sind. Und zwar betrifft es die Peacekeeper und die Wingman. Bei der Wingman wurde die Feuerrate etwas verringert von 3,1 Schuss pro Sekunde auf 2,6 Schuss pro Sekunde, finde ich ganz okay. Und die Streuung beim Schießen aus der Hüfte wurde erhöht und die war sehr, sehr präzise, wenn man aus der Hüfte gefeuert hat. Finde ich eine starke Sache. Und als drittes wurde mit dem Schädelspalteraufsatz der Multiplikator für die Kopfschüsse verringert von 2,5 auf 2,25. Das war es soweit von der Wingman. Bei der Peacekeeper hat sich Folgendes getan, und zwar wurden die Aufsätze genervt, die die Feuerrate erhöht haben. Und zwar war der Level 1 Aufsatz vorher bei 10% Feuerratenerhöhung, ist jetzt bei 7,5. Level 2 war bei 20, ist jetzt bei 13% Feuerratenerhöhung. Und der Level 3 war vorher bei 23%, ist jetzt auf 16% reduziert worden. In Bezug auf beiden Waffen hat sich noch verändert, dass man die Wingman und die Peacekeeper jetzt deutlich seltener auf den Maps finden soll. Ich bin gespannt, ob das in der Praxis tatsächlich so sein soll. Ich habe es allerdings vorher schon sehr oft erlebt, dass die Wingman oder auch die Friedensstifter jeweils zweimal nebeneinander lag. Also das ist wirklich sehr häufig vorgekommen. Und im positiven Gegenzug verändert sich, dass man die Energiewaffen und die dazugehörige Munition jetzt deutlich öfter findet. Finde ich eine starke Veränderung. Ab der ersten Season gibt es noch ein paar Veränderungen bei den Legenden. Ich kann die mal kurz durchgehen, die geplant sind. Wie gesagt, die sind aber erst aktiv, wenn die erste Season beginnt. Bei dem Caustic wird es so sein, dass die Fallenabklingzeit von 30 auf 25 Sekunden verringert wird. Der Fallenradius und der Fallenauslöseradius wird um 10% erhöht. Und die 1-Sekunden-Verzögerung, ab wann die Falle auslöst und dem Gegner Schaden zufügt, wird komplett weggenommen. Das heißt, der Rauch macht sofort Schaden. Bei Lifeline soll es in Zukunft so sein, dass bei den Versorgungskisten die geringe Chance von Level 4 Rüstung oder Helm entfernt wird. Das heißt, also ich interpretiere das zumindest so, dass es goldene Helme und goldene Rüstung in Zukunft gar nicht mehr geben soll. Das ist jetzt Auslegungssache. Es steht halt nur, ich lese es jetzt mal wortwörtlich vor, Versorgungspaket, die geringe Chance, dass Level 4 Rüstung oder Helme enthalten sind, wurde entfernt. Da steht nicht da, dass es nie wieder goldene Rüstung gibt. Also so sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich denke, das ist eine Auslegungssache. Werden wir sehen, wenn Season 1 startet. Bei Wraith wird die Indie-leere Fähigkeit, quasi wenn man sich unsichtbar macht, die Abklingzeit wird erhöht von 20 auf 25 Sekunden. Und bei Bangalore wird die Bewegungsgeschwindigkeit von 40 auf 30% reduziert, wenn man unter Beschuss steht. Quasi diese passive Fähigkeit. Das soll es soweit von mir erstmal gewesen sein. Wenn Season 1 rauskommt, kommen bestimmt noch ein paar mehr Patch-Notes. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Ich würde mich sehr über einen Daumen und ein Abo da freuen, wenn ihr neu seid. Und für die Leute, die wie immer sehr, sehr schnell dabei sind, meine Videos zu gucken, in aller spätestens einer Stunde startet mein nächster Livestream. Bis dahin freue ich mich. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.